Einen Tumult gab es auch in einem Zirkus. Dort ist das Publikum vor einem Clown geflohen, der vor Schmerzen schrie. Dirk Ahrens und Stefan Sindera ermitteln. Hallo, die Polizei! Bitte gib mir nicht, ich fühle nicht so gut. Was soll das? Was musst du so machen? Ja. Was ist denn mit ihm? Hat er Schmerzen? Ich habe bereits Schmerzen, Kopfschmerzen und ich fühle mich nicht so gut und keine Ahnung. Ich verstehe nicht, was passiert hier. Okay, ganz kurz. Ne? Wenn er sich einigermaßen beruhigt hat, ein RTW ist unterwegs. Sie sind die Frau Schmitz? Nein, ich bin die Frau Bohlmann. Ich leite diesen Zirkus hier. Ah, okay. Aber das bitte schnell, ich brauche Hilfe. Ist doch gut. Sagen Sie mir mal ganz genau, was passiert ist. Ja, also er hatte seinen Auftritt mit seiner Kollegin und plötzlich ist er völlig durchgedreht, hat sich die Hände vors Gesicht geschlagen, hat geschrien, er hätte Schmerzen. Wir dachten erst, er hätte sich spontan irgendwie eine neue Einlage ausgedacht und dann sind aber plötzlich die ganzen Mütter mit ihren Kindern raus, weil die Kinder furchtbar Angst hatten. Ja. Haben Sie zwei vielleicht mal einen Ausweis dabei? Ich habe meinen Ausweis im Büro. Jetzt also gerade nicht bei. Gut, okay. Da gucken wir. Sie arbeiten schon länger mit dem Herrn zusammen? Ja, wir haben gerade heute gemeinsam einen Auftritt zusammen gehabt. Ich weiß jetzt, und währenddessen ist er ziemlich ausgerastet. Fast so Schwindel so und keine Ahnung. Ist denn heute irgendwas passiert, was außergewöhnlich war, was in den letzten Jahren nicht vorgekommen ist oder in den letzten Wochen? Nein, es ist überhaupt nichts Außergewöhnliches passiert. Wir haben uns nacheinander geschminkt, danach haben wir unseren Auftritt gemacht. Das Publikum war da, die Kinder haben sich gefreut und auf einmal hat er angefangen zu schreien und sich hektisch im Gesicht zu wischen, ist auf und ab gerannt. Das Publikum ist deswegen rausgerannt aus dem Zelt. Okay, haben Sie schon mal beobachtet, dass er Drogen nimmt? Oder? Hi. Oh, danke. Ja, das ist der Proband. Schwindeln und fühle mich so gut und keine Ahnung. Ja, der scheint eben ein bisschen durch zu sein. Er hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Eben war ja etwas arg. Die Tür ist offen. Ich hatte die zugeschlossen. Das ist schlecht. Wieso ist denn die Tür offen? Weiß ich nicht. Sind Sie die Einzige, so großer Gott, die Kasse ist offen. Da war jemand in der Kasse. Hier sind die Tageseinnahmen drin. Ja, so ist es. Waren sowieso schon nicht so viele, aber. Okay. Und die Tür war verschlossen? Die Tür war verschlossen, die Kasse war verschlossen, alles verschlossen. Steht jetzt nicht nur von verschlossen, sondern noch abgeschlossen? Richtig abgeschlossen. Okay, wer hat alles einen Schlüssel hier für diesen Wagen? Ja, nur ich. Sind die Einzige? Ich bin die Einzige. Haben Sie den Schlüssel noch bei sich? Ich habe keinen Schlüssel bei mir, nein. Wo hatten Sie denn den das letzte Mal? Eigentlich hatte ich den einstecken. Verstehe ich jetzt auch nicht. Wann waren Sie das letzte Mal hier drin? Bevor die Show angefangen hat, also vor einer Stunde ungefähr. Dass die Frau Bohlmann hier gestohlen wurde, dass das genau zu dem Ereignis reinfällt, wo hier der Clown durchdreht. Also, das kann doch kein Zufall sein. War es ein Ablenkungsmanöver? Von Freundschaft ist im Zirkus nichts zu spüren. Dort kochen die Emotionen hoch. Ja, erst fragst du noch der Gehaltserhöhung. Nach der Gehaltserhöhung? Entschuldigung, ich bin alleinerziehende Mutter. Alles sicher? Dann soll ich woanders können arbeiten? Sie diese Dame, entschuldigen Sie bitte mal, ja? Was nämlich diese Herren nicht wissen, dass du dich in den Clown verliebt hast. Ja? Der liebe Herr Bartek, das weiß der ganze Zirkus, hat sich in mich verliebt. Warum auch immer, das ist mega. Das weiß der ganze Zirkus. Sie können ja gerne den ganzen Zirkus fragen. Und das wäre jetzt eine super Aktion, uns nämlich hier schön vom Tisch zu wischen. Dann wäre der ganze Verdacht auf uns gelegt und du hättest das Geld. Aller Liebe, bei allem Respekt, mich hier zu verdächtigen, mich als Alleinerziehende. Frau Clown, ja, jetzt gut, brauchen nicht. Ja, Sie wollen nicht. Das ist nicht nett. Ich mache hier einen super Job. Ich bin richtig sauer. Was ist mit dem anderen Clown? Hat er Ihnen vielleicht etwas vorgespielt? Also, es sieht mir jetzt nicht nach einer allergischen Reaktion aus, sondern ich meine, ich habe das Gefühl, dass ihm da irgendwo was vermischt hat. Was heißt vermischt? Dass das in Richtung Verätzung halt geht. Ich habe das jetzt ein bisschen abgespült, aber er müsste... Verätzung heißt ja, es müsste an der Creme liegen, die er sich aufgetragen hat. Genau, definitiv. Ne? Ich kam mir ja heute vor wie so ein bisschen so ein Kamel in der Wüste, was ganz schnell von einer Stelle zur anderen Wasserstelle gelaufen ist. Und zwischendurch haben wir immer irgendwelche Informationen gesammelt. Ja? Also da wurden sich Vorwürfe gemacht en masse. Aber ob das wirklich ein Motiv war, hier das Gesicht des Clowns zu verätzen und hier einen Einbruch zu begehen, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Wo haben Sie diese Creme? Haben Sie sich da auch in diesem Schminkwagen, da haben Sie sich geschminkt? Ja, das steht noch alles da, ja? Ja, aber passt. Ja. Das passt ja, das ist mir eben
Handtücher. Und das geht auch hier komplett einmal um den ganzen Hals. Also das passt schon dazu, ne? Hier darf ich mich mal setzen? Natürlich. Hier sitzen Sie und schminken sich vor der Vorstellung. Ja. So. Jetzt haben Sie vielleicht gerade mitgekriegt, was unsere Dame vom RTW gesagt hat, dass es sich wohl um eine verätzende Pulvercreme, irgendwas handelt, was sich Ihr Kollege da ins Gesicht geschmiert hat. Genau. Jetzt würde ich natürlich gerne mal wissen, wo das herkommt. Jetzt bin ich, das ist die Creme? Das ist unsere Schminke, ja. Das ist Ihre Schminke. Ich bin jetzt natürlich kein Chemiker, ne? Und ich kann jetzt hier nicht irgendwas großartig an chemischen Vorgängen machen. Aber wenn ich bei mir zu Hause sauber mache, ja, mit aggressiven Mitteln, was ich äußerst selten mache, dann riecht das ungefähr so. Da können Sie mir niemals erzählen, dass das eine richtige Clownschminke ist. Das hier, das gehört auch nicht zu uns. Das habe ich noch nie gesehen. Also das Pulver, das ist... Ihr habt doch gar kein Puder, oder? Das ist doch alles Creme. Das hier ist auch noch Schminke, oder was? Ja. Ja. Und was ist das hier? Keine Ahnung. Ach Gott. Aktiv reinigendes Pulver zur zuverlässigen Beseitigung von hartnäckigem Schmutz, Kalk und Bakterien. Und ich glaube, genau das hat sich Ihr Kollege ins Gesicht geschmiert. Und das hat er bestimmt nicht freiwillig gemacht. Das heißt, irgendjemand hat das so manipuliert, ihm hier vorgesetzt, in diese Cremes getan, dass genau das passiert ist. Aber wer möchte, dass er sich das Gesicht verätzt? Ich habe noch einen anderen Verdacht. Ja. Na, also dann hauen so Sie mal langsam raus. Glaube ich, dass das hier alles inszeniert ist von Claudia und Bartek, dass sie vielleicht so einen Arbeitsunfall inszenieren wollt, um Versicherungsbetrug zu machen. Das würde auch ganz gut passen. Wir klären das Ganze jetzt mal mit meinem Kollegen draußen, weil den würde ich da gerne mit ins Boot holen, ja? So. Ah, du glaubst es nicht, ey. Ich hab die beiden Damen überprüft, die sind aber negativ. Ja, komm, ich hab was für dich. Ja. Autsch. Stefan! Ja? Was für was? Du siehst auch nicht so viel. Bitte? Was ist das? Was ist denn? Ich bin zweimal drüber gelaufen. Der lag hier vorne unter der Stufe. Und soll ich dir mal sagen, was das ist? Und ich wette mit dir. Ein Schlüssel. Ja, aber was für ein Schlüssel? Was denkst du, was das für ein Schlüssel ist? Der weg ist. Ja. Vielleicht. Können wir ja mal fragen. 100.000%, ein Feierabendbier wette ich darum. Ist das zufällig Ihr Schlüssel? Das ist mein. Der Kollege hat den gerade gefunden. Der lag hier unter dem Schminkwagen von Ihnen. Das ist mein Schlüssel, aber nicht nur mein Schlüssel. Sondern? Ronja. Wer ist denn Ronja? Wer ist Ronja? Ihre Tochter. Das ist ja schon ein bisschen seltsam, oder? Also gerade eben stand ja im Raum, dass Sie gesagt haben, es könnte sich um Versicherungsbetrug handeln. Die beiden Clowns hätten zusammengearbeitet. Mhm. Und sind Sie nervös? So. Also, wir gehen davon aus, das Büro ist mit dem Schlüssel geöffnet worden. Der Schlüssel liegt bei Ihnen unter dem Schminkwagen, unter der Stufe. Das müssen Sie uns jetzt mal erklären. Manchmal verstehen Sie mir auch nicht auf Anhieb. Wo ist denn Ihre Tochter? Die ist in der Schule. Ja, das ist schön. Kann man die irgendwie erreichen, Ihre Tochter? Ja, die kann die anrufen. Das wäre eine klasse Idee. Dann machen Sie das mal. Sie probieren anzurufen? Mhm. Gut. Klingt schon durch bei Ihrer Tochter? Ja, es geht nur nicht ran. Hörst du das? Das klingt doch hier. Drauf. Lassen Sie mal weiter klingeln und kommen Sie mal mit, bitte. Das kommt doch von dir draußen. Ja. Kommt aus dem anderen Zelt? Ja? Die Polizei, hallo. Bist du die Ronja? Ja. Das ist schön, wieso gehst du denn ans Telefon? Komm mal da hinten raus. Komm, wir gehen mal in die Sonne. Ich hab dich gewartet. Was ist denn los? Nichts. Er hat mir Angst gehabt, als er geschrien hat. Ja. Kommen Sie mal mit dir vorne hin. Wir haben mal einiges zu klären, beziehungsweise einige Fragen an Sie. So. Im Büro ist eingebrochen worden, während der Clown bei der Vorstellung durchgedreht ist. Ja. Ja. Geld ist weg. Wir waren im Schminkwagen, da haben wir hier so ein kein gesundes Pulver gefunden.
Und witzigerweise haben wir deinen Schlüssel unterhalb der Stufe zum Schminkwagen gefunden, wo auch der Büroschlüssel dran ist. Und jetzt wärst du an der Reihe, uns was zu erklären. Raus jetzt mit der Sprache. Ja, ich hab's getan. Was getan? Ja, ich hab das Geld geklaut. Was? Und mit dem Pulver gemischt. Aus welchem Grund? Wir verstehen's nicht immer auf Anhieb. Ich weiß nicht, was du getan hast. Ja, ich werde in der Schule gemobbt ganze Zeit. So, du bist Zirkusmädchen, du bist das. Ich bin keine Freunde. Gar nichts. Und ich wollte, dass der Zirkus pleite geht, dass du aufhörst. Das ist keine so clevere Idee manchmal. Vor allem, also ich denke, vor allem, das ist doch, du kannst doch total stolz darauf sein, dass deine Mutter im Zirkus arbeitet. Wie viele Kinder sind gerne im Zirkus? Da wäre ich doch voll stolz auf meine Mutter. Ja, aber ich werde ganz nur gehänselt. Nachher ist man nicht stolz, wenn man alleine mal ist in der Schule. Also, das ist mindestens eine gefährliche Körperverletzung, wenn der Clown bleibende Schäden davon trägt, ne? Vielleicht im Augenbereich oder Nase oder sonst was. Wenn da Verätzungen stattfinden, dann sind wir im Bereich der schweren Körperverletzung. Und hier vom Einbruch ganz zu schweigen. Ne? Im Gespräch mit den Polizisten sieht die Schülerin ein, falsch gehandelt zu haben. Für die 16-Jährige wird eine Jugendschutzmeldung geschrieben. Der Clown behält keine Folgeschäden seiner Verätzungen zurück.